Ich habe wenig geschlafen, 2 Stunden, weil ich Chinesen auf dem Raum hatte, nebenan Katastrophe. Also erwartet nicht zu viel. Also es geht um PHP Design Patterns. Einige werden davon schon welche kennengelernt haben. Ich versuche den Vortrag nicht so technisch zu halten, aber schauen wir mal rein. So, fangen wir erstmal mit einer kleinen Begriffsklärung an, was Design Patterns sind. Design Patterns sind allgemein anerkannte Lösungen für wiederkehrende Probleme, wie es so schön heißt. Kann man sich erstmal nicht viel drunter vorstellen. Also, Design Patterns sind erstmal unabhängig von der Programmiersprache. Das heißt nicht, dass es jedes Pattern auch in PHP gibt oder es in PHP Sinn machen würde. Und PHP Design Patterns sind auch nicht die Lösung für jedes Problem. Oder man sollte sie auch nicht immer hernehmen. Es ist relativ schwer zu entscheiden, wann lohnt sich der Einsatz, wann lohnt er sich nicht. Es gibt auch einige umstrittene Design-Patterns, wie das wohl bekannteste, was die meisten hier im Raum sicher schon mal gehört haben, das Singleton. Die Session-Idee zu Design-Patterns hatte ich so vor ein paar Monaten. Da klang die auch noch relativ gut. Warum? Der meiste Code, den wir schreiben, ist Mist, muss man so klar sagen. Wir haben keine Zeit, guten Code zu schreiben, wir sind zu faul oder die Kunden zahlen nicht dafür. Codequalität ist etwas, was man ganz selten auf den ersten Blick sieht. Erst wenn Ihnen dann der Code, den der Praktikant für 10 Euro die Stunde geschrieben hat, um die Ohren fliegt, dann machen sich die Leute Gedanken um Codequalität. Hier nebenan hält da gerade Thomas einen Vortrag zu guter Extension, schlechter Extension, der auch schon zeigt, wie schwer es ist, da zum Thema zu kommen. Wodurch entsteht also schlechter Code? Ja, okay. Das war's. Wodurch entsteht also schlechter Code? Wie gesagt, wir konzentrieren uns selten auf die Architektur, sondern immer auf die Lösung. Meistens schreibt man von A bis B, macht etwas schnell fertig und meistens ist das Resultat entsprechend. Gerade im PHP-Bereich sind auch die Stundensätze nach wie vor sehr niedrig, weil eben das Vorurteil herrscht, wer in PHP entwickelt, kann eh keinen guten Code schreiben. Leider bis heute. Das heißt auch, dass Software, die in PHP geschrieben ist, Müll ist, hört man immer wieder, leider. Und es muss aber nicht so sein. Design Patterns bieten dafür eine Lösung. Da wir so positiv losgelegt haben, machen wir da gleich weiter. Schauen wir uns zuerst das Gegenteil an. Und das sind Anti-Patterns. Anti-Patterns sind Beispiele, wie man etwas nicht schreiben sollte. Design-Patterns sind die Lösung für Probleme. Anti-Patterns das Gegenteil. Die haben einen Vorteil. Sie sind viel leichter zu lernen, leichter zu implementieren. Also ich habe es geschafft, schon jedes davon zu verwenden. Und ein paar davon wollen wir uns mal ansehen. Eins der bekanntesten Anti-Patterns ist Reinventing the Wheel or Not Invented Here. Joomla neigt da häufig zu. Es gibt aber auch ein anderes, das nennt sich Reinventing the Square Wheel. Das wäre es zum Beispiel, wenn man versucht, statt einer guten Lösung eine schlechte eigene zu implementieren. Das heißt, in Joomla, man würde mit Request arbeiten, anstelle von JInput oder ein eigenes Datenbank-Framework verwenden oder ähnliches. Dann haben wir das Ball of Mud Anti-Pattern. Beispiele dafür wären Mambo, Joomla 1.0, wird jedenfalls gerne so genommen. Andere CMS-Systeme haben das bis heute. Dann haben wir das Copy and Paste Anti-Pattern. Das heißt, wir kopieren Code, auch unseren eigenen Code, immer und immer wieder, ohne darüber nachzudenken, ob es nicht besser geht. Viele Projekte sind voll von Code, die durch Copy and Paste entstanden sind und keine Eigenentwicklung. Eine der wichtigsten Regeln in der Softwareentwicklung ist deswegen, don't repeat yourself. Wiederverwendbarkeit von Code durch Kapselung, Schnittstellen und ähnliches. Dann haben wir das Gegenteil davon, Overengineering. Das ist der Versuch, Lösungen perfekt zu machen. Leiden auch einige Entwickler drunter. Die sitzen dann 100 Stunden für ein Problem da, was andere in 10 Minuten lösen würden, einfach weil sie es zu gut versuchen.
Also auch zu viele Design Patterns auf einmal zu verwenden, kann ein Anti-Pattern sein. Dann das Got-Object. Statt den eigenen Code in viele verschiedene Klassen aufzuteilen, Vererbung zu benutzen oder Objektkomposition, gibt es einfach ein Objekt, was alle Methoden, Variablen, Daten zur Verfügung stellt. Stellen wir uns vor, ein Kundenobjekt, was nicht nur den Kunden beinhaltet, sondern alle Adressen eines Kunden, alle Bankdaten, alle Verträge, dazu noch die Druckfunktion und Ähnliches. Das wäre das Got-Object. Und zuletzt, Translating Design Patterns into German. Ist immer eine gute Idee, da kommen dann so schöne Wörter raus wie Gasfabrik, Wunderwaffe oder Ähnliches. Also die sehr an sehr dunkle Zeiten teilweise erinnern. Werde ich in dem Vortrag auch öfters tun, einfach weil es sich leichter ist, dann die einzelnen Inhalte zu merken. Aber schön ist es nicht. Das hier stammt aus Wikipedia, ist die Liste der anerkannten Design Patterns. Und die wollen wir uns jetzt nach und nach ein paar davon ansehen in Joomla. Die wir hier in leichtem Lilaton hinterlegt sehen, sind die ersten Design Patterns, die festgehalten worden sind. Die stammten von der Gang of Four. Diese vier Leute, maßgeblich von Erich Gammer initiiert, haben sich 1994 hingesetzt und ein Buch geschrieben, nämlich Design Patterns, und daraus sind die 23 bis heute gebräuchlichsten entstanden. 23, viel zu viel für diesen Vortrag. Das Buch ist nicht sehr technisch, also das kann man lesen, auch als Nicht-Entwickler, und sollte man auch mal gelesen haben, wenn man sich mit Design Patterns beschäftigen will. Danach gab es noch einige wichtige Bücher, die auch andere Design Patterns geprägt haben, zum Beispiel C-Sharp in Design Patterns in C-Sharp. Tja, wir teilen Design Patterns erstmal in drei Kategorien ein. Dazu sind dann später noch ein paar weitere Kategorien gekommen für Objektorientierung und Ähnliches. Es fängt an mit den Creational Patterns. Das sind sicher die gebräuchlichsten, die wird auch jeder von euch hier schon mal sicher benutzt haben. Creational Patterns, Erzeugungsmuster, wie man so schön im Deutschen sagt. Das wäre zum Beispiel Singleton, das Factory Pattern oder das Abstract Factory Pattern. Aber auch das Builder Pattern, Creator Pattern und noch viele andere, die sicher zu den gebräuchlichsten gehören und wo die meisten auch in Joomla integriert sind. Hier im Vortrag werden wir uns mit keinem einzigen Creational Pattern beschäftigen. Dann haben wir Structural Patterns, Strukturpatterns. Die beschreiben die Beziehung, Komposition zwischen Komponenten. Die sind schon ein bisschen komplizierter, viele haben davon wahrscheinlich auch noch nie was gehört. Ein paar Beispiele zu nennen, wäre zum Beispiel das Adapter-Pattern, kommt auch in Joomla vor, nur noch im J-Adapter und das wird nur noch für den Installer und den Updater verwendet. Bridge-Pattern, Proxy-Pattern und noch viele andere auch. Dann zu guter Letzt die Behavioral Patterns. Die modellieren komplexes Verhalten von Software. Klingt jetzt schrecklich, aber es ist einfacher, als man denkt. Wichtige Patterns in dem Bereich wären zum Beispiel der Iterator, das Observer Pattern oder Strategy Pattern. Die kommen alle in Joomla vor, werden auch immer wieder verwendet. Fangen wir mit dem ersten an, das wäre das Observer Pattern. Observer Pattern wird in Joomla mehrfach genutzt. Am einfachsten kann man es an einem coolen neuen Feature, was mit Joomla 3 gekommen ist, sehen, nämlich Revision und Versions. Was ist das Observer Pattern? Das Observer Pattern überwacht ein Subject, ein Ziel, und wenn in diesem Ziel Vorgänge vorkommen, wird irgendein Event ausgelöst. Wenn wir von Event sprechen, die meisten kennen das Plugin-System, was auch auf der Basis funktioniert. Wir wollen uns aber das hier ansehen. Item Version History. Eines der am meisten untergegangenen Features von der Joomla 3-Reihe. Also man konnte einzelne Versionen, man konnte das Update von
Inhalten nachvollziehen. Das haben wir bei Tags, das haben wir bei Artikeln und Ähnliches. Also, in diesem Fall haben wir ein Observer-Pattern, was auf Änderungen lauscht. Also die typischen Create, Read, Update, Delete Sachen. Das funktioniert folgendermaßen. Als erstes stellt uns Joomla ein Interface zur Verfügung. Das kann man echt gut hier auf dem Beamer sehen. Die Slides gibt es später auch im Internet. Okay, dann gleich in den Code, was man auch nicht viel besser sehen kann, so gerade. Also. Okay. Also, wir haben ein Interface, das JObserver-Interface. Das Interface setzt nur eine einzige Methode voraus, das ist die Methode CreateObserver. Dieses Observer-Interface kann auch jede Extension von euch implementieren. Also das ist nicht auf den Core bezogen. Ihr könnt das selber benutzen, um eben relativ einfach zum Beispiel Revisions in eure Extensions einzubauen. So, wir haben also nur dieses Interface. Es verlangt nur eine Methode, CreateObserver. Schauen wir uns mal an, wie es implementiert wird. Hier in dem Beispiel eben von JTable. JTable Observer implementiert das Interface, bietet eine Constructor, in dem der Observer an das Objekt angehängt wird. Und dann haben wir die üblichen Methoden zum Speichern. On, After, Store, also wer schon mal mit Plugins gearbeitet hat, dem sollte das bekannt vorkommen. On, After, Store, On, After, Load und alle anderen, die dann noch mit implementiert sind. Hier ist noch nicht die einzelne Implementierung zu finden. Wie wir sehen, ist das Ganze abstrakt. Und deswegen kommt noch eine Sache obendrauf. Und das ist die eigentliche Implementierung. JTable Observer Content History. Das ist die Implementierung, was passieren soll. Und hier sehen wir eigentlich nur, wir haben Create Observer. Man sieht es nicht sehr gut, ich weiß. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier wird die eigentliche Methode aufgerufen, Content History Helper Store, und das Objekt wird gespeichert. Ist wirklich ganz einfach, auch wiederverwendbar. Stellen wir uns vor, wenn wir das selber schreiben würden ohne Pattern. Wir müssten in die Speichern-Methode von Tags eingreifen und in dieser irgendeine Abfrage machen für das Speichern, prüfen, gibt es eine neue Version und es da drin implementieren. Das Observer-Pattern ermöglicht es uns, Revisions zu verwenden, mit nur einem Zeile Code in der eigentlichen Speichermethode. Hier wird der JTable Observer Content History Create Observer erstellt in der Speicherklasse der Tags. Der wird dann ausgelöst und ab dann wird die History gespeichert. Kann man übrigens auch als Vorlage verwenden für eigene Extensions. Mit deutlich weniger Entwicklungsaufwand, als würde man das selber versuchen zu lösen. Und man lädt seine eigenen Komponenten nicht mit mehr Funktionalität voll. Es gibt dann natürlich noch einen Helfer, um die Funktionalität fürs Wiederherstellen zu implementieren, für die Anzeige oder Ähnliches. Aber das hat nichts mehr mit dem Pattern zu tun. Also, das ist das Observer-Pattern. Dann sicher das bekannteste Joomla-Pattern, was die meisten Entwickler schon mal sicher benutzt haben. Es sind sogar mehrere Patterns, die in diesem Model View Controller Pattern vereint sind. Observer Pattern haben wir gerade schon gesagt, eben auch für Events. Composite Pattern und Strategy Pattern. Composite Pattern wären Beispiele von die Struktur von JController Legacy über JController Admin oder JController Form etc. Können wir wieder gut sehen. Also hier, wer das MVC Pattern kennt in Joomla, es müsste eigentlich CMV oder CVM heißen. Warum? Es fängt immer beim Controller an. Also, der Controller ist immer unser Einstiegspunkt. In dem werden die Aufgaben verarbeitet und empfangen, meistens mit Tasks in Joomla. Das Beispiel, was wir hier uns anschauen, ist auch wieder ein Artikel, also wie der Artikel gespeichert wird im Backend, also sobald Sie auf die Save-Methode klicken. Und da wird die Funktion Save aufgerufen, das ist der Task, und der Controller ist eben der Content-Artikel-Controller. Da passiert Folgendes. Also, die Aufgabe wird vom Framework an diesen weitergeleitet, Controller-Execute etc. Und hier haben wir die Save-Methode. In der Save-Methode
wird als erstes das Model geladen. Je nach Implementierung vom MVC-Pattern ist auch teilweise inzwischen die Geschäftslogik im Model gelandet. Also lange Zeit war die Geschäftslogik im Controller und im Model hatten wir nur die Datenverarbeitung, also wieder nur QUAD. Also in die Datenbank schreiben, lesen, updaten, löschen. Also, wir laden das Model. Das sieht man hier gerade so noch, das GetModel. Wir rufen ModelSafe auf und danach kommt das View ins Spiel. Und beim View wird dann die Methode Display aufgerufen. Ist natürlich jetzt stark vereinfacht. In der Realität haben wir da noch ein paar Redirects zwischen, aber funktional ist es genau dieser Aufbau. Also der Controller hat die Aufgabe, das View und das Model aufzurufen. Schauen wir uns das Model an. Wie gesagt, meistens die Applikationslogik, Create, Read, Update, Delete, so wie die meisten Applikationen eben aufgebaut sind. Inzwischen immer mehr auch Geschäftslogik, also Implementierung von einzelnen Schritten, was zu tun ist oder ähnliches. Da kann man wieder gut lesen. Hier haben wir das Content Model Artikel und das hat hier diese Safe-Methode eben implementiert. Das filtert die Eingaben des Benutzers, räumt auf, löst Plugin-Events aus und bindet dann hier an JTable die Speichermethode. Also hier wird dann wirklich gespeichert. Wenn was schief geht, wird ein Error zurückgegeben, ein Redirect eventuell gemacht. Wenn nicht, wird am Ende Return True zurückgegeben. Und jetzt erst kommt das View ins Spiel, Ausgabeschicht. Übrigens auch ein Bridge-Pattern. Warum? Wir können auch jetzt schon in Joomla, es soll noch mehr werden, aber wir können jetzt schon in Joomla auf verschiedenen Ebenen Inhalte ausgeben. Zum Beispiel als HTML oder nur als Text, zum Beispiel auch für JSON oder als Komponente oder ähnliches. In diesem View wird dann die Methode Display einfach implementiert. Wie wir sehen, ich habe hier JView Legacy verwendet. Hier haben wir nur die Methode Display und anstatt ein Template aufzurufen oder ähnliches, gibt es ja einfach ein Echo und der Eintrag ist erfolgreich gespeichert. Also wie gesagt, das ist das stark vereinfachte Modell, aber so funktioniert das MVC-Pattern. Dann haben wir noch eins, was nur so ein halbes Pattern ist. Und das ist Autoloading in Joomla. Ich zeige das deswegen, weil es immer interessant ist und weil es Entwickler viel aktiver nutzen sollten. Autoloading in Joomla, nach PSR0, aber das ist egal, funktioniert so, man kann es wieder schlecht lesen. Wir können an JLoaderRegister einmal unseren Klassennamen übergeben und einmal den Dateinamen. Und das erspart uns ein Require, Require Once, was auch immer wir verwenden sollen. Wie funktioniert das? JLoaderRegister gibt es seit Joomla 1.7. Leider in vielen Extensions bis heute viel zu wenig benutzt. Ich weiß nicht, viele von Ihnen kennen das sicher, man hat eine Startdatei und in der schreibt man dann 100 oder 20, 30 Require Ones für jeden Helfer oder ähnliches rein. Den lädt man dann auch für Seiten, wo man den gar nicht braucht. Und gerade bei sowas bietet sich natürlich auch ein Autoloader an. Das Schöne am Autoloader von JLoader ist, man kann nicht nur einzelne Klassen damit laden, sondern man kann auch einen ganzen Ordner übergeben. Da wird übrigens auch ein Design-Pattern dann dafür verwendet, das wäre das Iterator-Pattern mit dem Directory-Iterator. Warum sollten wir JLoader verwenden? Statt Require, Require Once. Einfache Antwort. Zum einen Performance, es ist schneller. Und zum anderen ist es deutlich einfacher. Statt vielen, ganz vielen Requires können wir ein JLoader-Discover oder ein verwenden und können uns damit viel Code sparen und ihn auch noch verbessern. Wie funktioniert das? JLoader verwendet die Standard-PHP-Library, die ist seit PHP 5.2 fester Bestandteil davon. Und die Standard-PHP-Library bietet eine Autoload-Methode. Also vielleicht kennen Sie alle schon die magische Methode underscore underscore autoload. Die ist aber nicht sehr komfortabel, man muss es in jeder Klasse definieren, das kann sehr viel Arbeit machen, so etwas zu implementieren. Und die Standard-PHP-Library bietet viele Methoden, die darauf aufbauen und es vereinfachen. Standard-PHP-Library bietet auch Exceptions, andere nette Sachen. Ist eine der Bibliotheken, die, obwohl sie mit PHP mitgeliefert wird, häufig tunlichst vernachlässigt wird. Tja, wie funktioniert das im Code?
Ganz am Anfang wird die Methode Setup aufgerufen. Das passiert ganz früh im Ladevorgang einer Seite. Das wird vom Joomla Core aufgerufen. Da registrieren sich verschiedene, man kann es wieder schlecht lesen, registriert sich die Klasse JLoader für das Laden einmal vom Framework, das wäre mit einem Prefix, einmal mit PSR Loading Style und einmal mit dem Standard Loading Style. Also wir haben hier eigentlich eine Implementierung für verschiedene Arten, für Frameworks, Aliase und ähnliches. So, dieses Setup sorgt dafür, dass JLoader ab jetzt von PHP als Autoloader bereitsteht und wir die verschiedenen Methoden hier nutzen können. Und was passiert technisch, wenn wir die Methode Register aufrufen? Wir fügen, man kann es wieder schlecht lesen, wir fügen hier einfach nur die Klasse, die wir übergeben, in ein Array oben hinzu. Und ganz am Ende, auf der letzten Seite, wird das dann geladen, implementiert. An einer Stelle zentral und ohne viele Requires durch unsere Extension. Es gibt wieder eine schöne Grafik, die man nicht sehen kann. Ich stelle die Slides später zur Verfügung im Internet. So, guter Code spart Zeit, auch wenn er am Anfang mehr Arbeit ist. Vielen Dank. So, die Fragen kann man lesen. Only the classes it needs. And it's implemented directly in PHP with SQL. And when you look at benchmarks, it's around 20 to 30% depending on project class. Okay. Funny fact, it uses include at the last step instead of require. Okay, danke. Ja, wir sollen noch nicht rausgehen, die drüben brauchen länger.